Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Nur kurz. Reicht das damit, alle wieder fit sind? Auch Baut? Bidiza? Ja. Hallöchen. Oh, das ist doch eine Handwerkskiste. Hat der Lumios alles darüber erzählt? Gute Arbeit. Dann erkläre ich dir mal, was es mit den Forschungsberichten auf sich hat. Kurz gesagt, wenn du mir Bericht erstattest, kannst du Belohnung erhalten. Okay, ich krieg Geld dafür. Ja, ich habe ein paar Aufgaben erfüllt. Zum ersten Mal gefangene Pokémon 6. Ich krieg so viel Geld. Wir sagen, die eigentlich nichts wert sind. Faszinierend. Ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Okay, da unten steht dann, wie sehr ich das erforscht habe. Es erscheinen dann detaillierte Informationen zum Pokémon. Ja, und dadurch erhöhe ich meinen Mitgliedsrang. Ah, da steht auch, was die bevorzugt essen. Und was die sogar dabei haben können. Für das, was sie dabei haben, muss ich die wahrscheinlich besiegen. Baumhüll mag offenbar zum Beispiel Honig im Gegensatz zu Bammelin. Ja. Und ich glaube, ich habe den nächsten Mitgliedsrang erreicht. Okay, wir sollen zurück zum Jubeldorf. Was wir auch instant machen. Dann tausche ich jetzt erstmal Bidiza aus. Und schmeiß vor allen Dingen das schwächere Gatten. Ich wollte Galoppa sagen, Ponita weg. Das hier ist besser. Also. Ciao! So, dich nehmen wir und packen ihn ins Team. Hallo. Oh, sie geben mir Geschenke, wenn ich sie freilasse. Leistungskies. Das ist ein Leistungslevel. Was ist Leistungslevel? Achso, damit kann ich irgendeinen Wert verbessern. Und ich frage mich hier, was soll das sein? Okay. Hier kann ich mir Sachen kaufen, anhand von Kleidung, besuchen. Items. Bei dir kann ich doch den Sternstaub verkaufen. Hier bitte. Wird diese innenzerfressene Aprikoko auf ein Pokémon geworfen, macht sie es schwerfällig und schafft so möglicherweise eine günstige Gelegenheit. Okay, einfach Pokémons damit abwerfen. Ja, ich habe ja jetzt ein bisschen Geld mehr. Da gönne ich mir ein paar Beleber. Den Rest kann ich mir ja selber herstellen. Außer dem Zeug hier. Ich weiß noch nicht, wofür ich es brauche. Ich wollte eigentlich voll kaufen. Ich habe auch noch ein paar Nebenmissionen abzugeben. Wo habe ich die Liste der Nebenmissionen? Habe ich überhaupt eine Liste? Eine Forschungsfiebe vielleicht, oder? Nö, das ist einfach nur ein Ratgeber. Der wollte einen Baumpel sehen. Ja. Ach so, der behält das. Oder wie?
entscheid du. Papiedrich. Gern geschehen, ich hab dir für Honig bekommen. Jetzt habe ich einen Wampel weniger, oder? Ja, ich habe meinen Wampel gerade abgegeben. Bist du auch ein Laden? Ach so. Der verkauft Materialien und Anleitungen. Was für Anleitungen hast du denn? Arznei, Honigköder, irgendwelche Vitamine. Nochmal Vitamine. Ja, die kaufe ich mir als nächstes. Okay. Stimmt ja, es gibt ja auch noch so ein Agrarfeld, ne? Beziehungsweise ein Ackerfeld. Da will ich auch mal hin. Wir wollten generell uns mal die Stadt hier auch angucken. Auch wenn viele von euch das wahrscheinlich schon bei irgendwen anders gesehen haben. Ich kann das untersuchen. Das war eine Brücke. Wer hätte es gedacht? Ich wollte den Topf mitnehmen. So, kann ich den schon ackern? Ah, ich kann hier tatsächlich anbauen. Oh, aber dafür muss ich Geld bezahlen. Okay. Ich dachte, ich könnte hier einfach meine Sinnebeeren pflanzen. Was gibt's denn in den Häusern? Nix. Zumindest nicht in dem. Gucken wir mal um. Vielleicht gibt's ja irgendwo was. Zum Beispiel eine Nebenmission. Bisher Fehlanzeige. Hier ist eine Familie drin. Ich denke mir, die haben auch keine Nebenmission. Die haben dann so ein Zeichen über sich. Ich habe zumindest rausgefunden, wie man sprintet. Der vorne am Tor, der hatte eine Nebenmission. Daran erinnere ich mich. Okay. Ich gucke offscreen, ob da irgendwo in einem der Häuser was ist. Bei dir jetzt alle anzugucken, das wäre ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, ob es größer ist. Das musst du selber gucken. Es soll mindestens 0,8 Meter groß sein. Jetzt muss ich darauf auch noch achten. Also wirklich. Der hat seinen Wampel, der ist glücklich. Ich habe meinen Rang erhöht. Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Du bist nun offiziell ein Ein-Stern-Mitglied der Galaktik-Expedition. Level up. Das war easy. Ich kann nun Schwerbälle einsetzen. Und bis Level 20 gehorchen sie mir. Ach so, das ist wie Orden sammeln. Und meine Belohnung fällt nun größer aus. Das hier sollst du auch noch bekommen. Diese Anleitungen werden dir sicher von Nutzen sein. Anleitung für Schwerbälle. Eine Aprikose und ein Schwarzglanzstein. Und die Anleitung für Beleber. Vitalknospen und zwei Stangenfettlauch.
dass du als völlig Fremde in dieser Region überleben kannst, ist wohl deiner Begabung und deinem Fleiß zuzuschreiben. Die meisten Leute wollen auf den ersten Blick verstehen, wen sie vor sich haben. Momentan bist du jemand Verdächtiges, der vom Himmel gefallen ist. Doch ein höherer Mitgliedsrang könnte dir mehr Akzeptanz verschaffen. Wenn du länger bei uns bleiben willst, solltest du also deinen Mitgliedsrang weiter erhöhen. Der Respekt der anderen ist natürlich nicht der einzige Vorteil, den du dadurch erhältst. Je höher dein Rang, desto mehr Arten von Pokébällen stehen dir zur Verfügung und desto größer fallen deine Belohnungen aus. Ich frage mich, ob ich erst diesen Rang freischalten musste, dass endlich mal dieser Code funktioniert. Weil ich habe den nochmal gestern ausprobiert und der funktionierte immer noch nicht. Ah, was zu essen. Shining! Feiern wir deinen Rangaufstieg. Mein Glückwunsch. Die dicken Kartoffelmochi schmecken irgendwie noch besser, wenn es etwas zu feiern gibt. Ja, fällt mir ein. Hast du Gos Auftrag angenommen? Du weißt doch, dass die Bewohner von Jubeldorf sich nicht gut mit Pokémon auskennen, oder? Kommt es also zu Schwierigkeiten, ist es unsere Aufgabe, dem Problem nachzugehen. Wir kümmern uns quasi um alles, was mit Pokémon zu tun hat. Du kannst diese kleine Mission annehmen, indem du direkt mit den Leuten ansprichst oder indem du einen Blick auf die Tafel in meinem Büro wirfst. Apropos, worum geht es eigentlich bei dem Auftrag, den du erledigen sollst, Lumius? Nun ja, das ist vielleicht eher etwas für Shining. Diese Mission muss man gut mit Pokémon kämpfen können und das traue ich mir nicht zu. Es handelt sich um einen Auftrag von Jona vom Diamant-Clan, nicht wahr? You see! Der Diamant-Clan hat sich schon vor der Galaktik-Explosion in Hisui angesiedelt. Durch den Austausch mit ihnen können wir sicher viel lernen, auch über die Pokémon hier. Aber morgen mehr dazu. Holt euch heute Nacht gut aus. Der hat mir irgendwas erzählt. Warte mal kurz, Shining. Bevor wir uns mit Jona treffen, würde ich dich gerne um einen Gefallen bitten. Hast du Zeit? Sicher doch. Super, vielen Dank. Ich warte dann am Übungsplatz auf dich. Übrigens, falls du schon viele Pokémon gefangen hast, kannst du sie bei der Weide auswechseln. Ich will eigentlich noch ein neues Wampel fangen. Goro war hier vorne, ne? Tsumugi. Darius. Wer von euch ist Goro? Oder anders, wo sehe ich eigentlich meine Mission? Da ist das Übungsgelände. Warte mal. Missionsliste. Achso, ich habe alle... Nee, da. Ein großes Pamelino und ein niedliches Stachelili. Da vorne. Ah. Stimmt ja, die wollten Stachelili sehen. Ich soll dafür den Pokédex-Eintrag von Starlili erstmal fertig machen. Ja, super. Habe ich nicht gesehen. Du willst wahrscheinlich einen Kampf, oder? Ich habe sehr viel zu tun. Du willst mit mir über was reden. Was gibt's denn? Was stimmt nicht? Dein Partner? Was für ein Partner-Pokémon hat er denn? Pikachu! Das ist mein Partner, Pikachu. Als ich von dem Shining angegriffen wurde, hätte ich zusammen mit ihm kämpfen sollen. Aber ich konnte keinen klaren Gedanken fassen.
Meine Pokémon sind doch echt angsteinflößend, findest du nicht? Und in aller Welt kann diese Kreatur einfach mit Elektrizität durch die Gegend schießen. Pika! Aber nachdem ich dir dabei zugesehen habe, wie du Pokédex-Aufgaben erledigst, da ist mir klar geworden, dass ich mit meinem Partner zusammenarbeiten muss, wenn ich meine Pflichten im Forschungsdruck erfüllen will. Ja, der will gegen mich kämpfen. Ihr braucht nur Mut, das ist alles. Die Pokémon tun euch nicht wirklich was. Aber das Schöne, dass es hier halt auch noch die Möglichkeit gibt, sie greifen den Besitzer an. Oh Gott. Mein Arm ist erbaut. Ich habe keine Arena-Bären mehr, ne? Also wir haben auf jeden Fall in den Einsatz von Donnerschock gesehen. Oh, ich kann einen Kraftangriff machen. Mach mal. Das war's. Es ist doch schon paralysiert. Krafttechnik. Windstoß. Wow, das war so effektiv. Ich habe leider keinen Boden-Pokémon. Wenn ich von Anfang an paralysiert bin, ne? Shinux, los! Du kannst wenigstens nicht paralysiert werden. Währenddessen belebe ich Bautz eben kurz wieder. So, Mambin fertig. Ruckzucki. Du schaffst das, Shinux. Glaub an dich. Okay. Also ein recht starkes Pokémon. Für den Anfang zumindest. Ist nicht schwer. Shinux und Staralili haben eine neue Attacke. Mir macht das halt auch Spaß. Pika. Ein wenig zur Aggression. Ja, du musst ihn füttern. Liebhaben. Ja, hätte ich einen Boden-Pokémon gehabt, hätte ich einen Vorteil gehabt. Es ist so schön, dass mir angezeigt wird, dass der Typus mir nichts bringt. Oh, hi. Ich bin Belila, Kommandantin des Sicherheitstrupps. Wie ich sehe, hast du ein Hähnchen für Pokémon-Kämpfe. Vielleicht könnte ich dir aber noch den ein oder anderen Ratschlag geben. Kommandantin Belila ist auch Lehrmeister in einer alten Pokémon-Kampfkunst, musst du wissen. Wenn Pokémon ihre Attacken meistern, können sie diese mit Hilfe bestimmter Techniken anpassen. Zum einen wäre da die Krafttechnik. Ja, die habe ich eingesetzt, ne? Überspringen wir mal. Und dann gibt es noch die Tempotechnik. Durch ihren Einsatz sind zwar die Stärke der Attacke, dafür kommt das Pokémon aber schneller wieder zum Zug. Manchmal kann ein Pokémon mit Hilfe dieser Technik sogar zweimal angreifen, okay. Okay, dann nutze ich beim nächsten Mal die andere Technik. Das andere erhöht die Stärke, macht aber, dass ich langsamer bin. Das andere ist genau andersrum. Und ich kann bei der auf dem Attacken lernen.
Ich will mir auf jeden Fall noch ein neues Baumpel eigentlich holen. So, ich kann mal die Pokémon-Attacken kriegen, habe ich gehört. Attacken beibringen. So, was kann ich dir beibringen? Aeroas, Hugschlag, Zauberblatt. Aber alles kostet Geld. Das wäre gut zum Pokémon-Fangen. Erholung wäre besser als Ruheort. Eine extrem schnelle Attacke, die in der Szene nicht ausweichen kann. Was ist mit Attacken meistern? Wir brauchen Meistersamen. Okay, warte mal. Items tauschen. Ich habe Leistungskeys. Dafür brauche ich Leistungssand. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.